Hey Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Kristall Nuzlocke. Wir haben im letzten Video den Käfersammelwettbewerb bestritten und haben uns in schimmlichen Käfer gefangen. Und heute gehen wir es endlich an. Wir kämpfen gegen das berühmt-berüchtigte Mogelbaum. Beziehungsweise versuchen es zu fangen. Denn es gehört zu meiner, ach, bin ich müde, Philosophie, nein, oh, hab ich den Beutel zugemacht. Denn es gehört zu meiner Philosophie, One-Offs zu fangen. Der merkwürdige Baum mag die Shigikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Boah. Was ein gefährlicher, merkwürdiger Baum. Irgendwie strange aus, nicht wirklich wie ein Baum. Eher wie eine Scheißwurst mit Erbsen daneben. Aber, oh Gott, ey. So, wir versuchen es mal mit Absorber. Boah, da ist ja jetzt nicht von der Power, vom Power Level hier over 9000, deswegen sollte er nicht so viel Damage machen. Dreschfähige. Halt erstmal Schlafpuder. Keine Wirkung. Nicht so dufte. Das ist an sich keine Wirkung, oder? Nee, kann trotzdem funktionieren. So. Absorbieren wir. Das ist spannend, nicht? Ich glaube, weiter runter können wir es nicht bringen. Deswegen... Wo sind denn die Pokebälle? Wir haben noch extra noch welche gekauft. Ja. Mal 27. Und jetzt wieder den Geheim-Cheat-Lord. A, B, hoch, runter, hoch, runter. Ja. Nee. Toll, Mogelbaum wurde gefangen. Yay. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir wir haben jetzt irgendwie zu einfach, die ganzen Pokémon zu fangen. Ja. Wir haben ja auch einen Sleeper dabei und ordentlich Sachen zum Schwächen. Also ist eigentlich soll ich mich gar nicht wundern. Bewegt ein Baum bei Windstille ein Ass, ist es ein Mogelbaum, der sich vor dem Regen schützt. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Ist gut. So. Mogelbaum, weiblich, alias Kackbaum. Denn er hat uns die Straße versperrt. Das finde ich nicht lustig. Überhaupt nicht. Kackbaum. Ende. Kackbaum wurde auf das PC übertragen. So, und jetzt haben wir unsere Abkürzung geschaffen nach... Moment mal. Wir haben doch auf Route 36 schon Pokémon gefangen, ne? Hier, das ist doch auch Route 36. Lol. Das wusste ich gar nicht. Naja, das Taubsee wird jetzt nicht schaden, ne? Bah. Das ist halt irgendwie die zweite Generation, über die wesentlich vom Layout her, von den Routen am wenigsten. Weil ich die noch am wenigsten gespielt habe von allen, muss ich zugeben. Die erste habe ich sehr viel gespielt, auch die dritte. Die vierte auch noch. Die fünfte nicht mehr so viel. Halt eben mal durch. Bei der 6. genauso. Oh Gott, ich bin so müde, ey. Genau die richtige Verfassung, um Let's Plays aufzunehmen. Wenn ich hier gleich einpenne. Naja. Okay, hier haben wir jetzt halt zwei Pokémon auf Route 36 gefangen, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ach, Moment mal. Wir wollten doch erst noch das nur Habitat abgeben gehen. Wir wollten das Habitat abgeben gehen bei diesem fetten Sack, der halt da rumlungert. Ach, sein Brief für mich. Hab sie.
das Pokémon, das er im Brief trägt. Ah, ich glaube, man könnte ihm auch irgendwas anderes geben. Das heißt, wenn man den Brief einem anderen Pokémon gibt, kann man dem, glaube ich, auch ein anderes Pokémon geben. Also im Brief trägt. Mal sehen. Die Dunkelhöhle führt zu einem anderen Weg. Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief brachtest. Mein Freund ist ein netter Mensch, genau wie du. Ich möchte mich bei dir dafür revanchieren. Ich hab's, ich möchte dir das hier geben. TM50. Das ist TM50, Nachtmar. Wisst ihr was? Ne, irgendwas ist falsch mit meiner Stimme und diese Attacke kenne ich nicht mal. Was macht sie? Das ist eine gemeine Attacke, die einem schlafenden Gegner kontinuierlich quer zieht. Das ist fies. Ich möchte nicht schlecht träumen. Haben wir nicht Traumfresser für sowas? Warum brauchen wir eine Giftattacke für schlafende Gegner? Das ist ein Obstbaum. Ich weiß nicht, zu was wir das nötig haben noch, aber... Also jetzt nicht die Bitterbeere, sondern den anderen Scheiß hier von den Typen. So, jetzt sollten wir aber mal... Haben wir eigentlich Pokémon? So, Kirby dabei. Jetzt sollten wir schleunigst mal zurückgehen und... Sklave und das andere Viech, Brillenschlange, welche mich Blitz beigebracht hat, mal aus der Box holen. Damit wir ja mal ein paar Sachen machen können in der Dunkelhöhle und überall. Bis PC. Legen wir hier mal ein paar Sachen ab. Kirby. Kirby. Oder abgelegt. Die rosa Knutschkuh. So. Psymantis. Fettvogel. Batman. Spooky. Einauge. Wurmi. Snake. Hutut. Achso, Brillenschlange, ja. So, und wo ist Sklave? Kirby Boss. Oh, ist Kirby eigentlich ganz unten? Mann, bin ich müde. So, unsere VM-Sklaven sind wieder an Bord. Das können wir überall hin. Also fast überall. Mit Ausnahme von Gebieten, wo man Surfer braucht. Zum Beispiel hier drauf. Ich glaube, hier ist nicht mal was. Ne, überhaupt nichts. So, gehen wir mal in die Dunkelhöhle. Denn hier ist ja dunkel drin. Und benutzen Blitz. Nein. Blitz. Ein gleißender Blitz hält das Gebiet. Oh, wie gleißend. Und hier müssen wir uns wieder manövrieren, was mit dem haklichen Digi-Kreuz auf dem... Ach, hier brauchen wir auch Surfer. Naja, gut, dann sind wir halt hier. Das zu fangen. Stimmt, hier hatten wir Kleinstein gefangen, nicht wahr? Also Fels. Also brauchen wir nichts fangen. Ja. Level 4. Jetzt würde ich wieder noch was fangen, ne? Ha. Nee. Im Moment können wir hier, glaube ich, nichts anderes machen. Ein Trank. Ein stinknormaler Trank. Yay. Ach, dort unten. Das kann man noch zur Trümmerer einsetzen, aber... Haben wir den Zertrümmerer bis jetzt? Nein. Ich weiß aber, wo man ihn bekommt. Bald. Aber nicht jetzt. Jetzt haben wir ihn noch nicht. Das heißt, wir dürfen dann nochmal durch die Walachei laufen. Ich weiß, dass man den Surfer nur selten... nicht den Surfer braucht man noch oft. Den Zertrümmerer braucht man relativ selten. Und eigentlich auch zu nichts wirklich wichtig. Weil wie ihr gesehen habt, könnte man diesen Felsen, glaube ich, auch einfach umsurfen. Ja. Ich glaube schon, ja. Und den Zertrümmerer ist in diesem Spiel noch eine TM. In späteren Teilen war es dann mal eine Zeit lang eine VM. Und naja, jetzt macht er eh keinen Unterschied mehr, ob es eine TM oder eine VM wäre. Weil ja TMs inzwischen unbegrenzt einsetzbar sind. Also, hey, das ist eine Beere. Ich weiß nicht, warum ich die ganzen Obstbäuerinnen mal anlabere wegen dummen Bären. Ach nee, wir brauchen später nochmal Bären. Also die Sinelbären, die hier als einfach nur normale Bären heißen. Aber wo fahre ich gerade eigentlich hin? Nach Neuborkia oder was? Was will ich dort? Weg. Weg hier. Das war wieder sinnfrei.
Eigentlich wollte ich doch nur in die Dunkelhöhle. Oh Gott, wildes Raupi. Nee, wisst ihr, dafür ist mir sogar Absorber zu schade. Alter. Ich penne gleich ein. Ist ja furchtbar. Aber haben wir es um 4 nachmittags. Und ich penne hier fast. Es ist furchtbar. Furchtbar tragisch und was weiß ich noch. Ganz, ganz furchtbar. Weltschmerz hoch 1000. Man weiß gar nicht mehr, was man tun soll. Oh, 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 oh. Alter, das Digi-Kreuz regt mich auf. Alter, irgendwann geht's ihm auch auf den Sack, ne? Die Random Encounters, besonders hier. Hier muss es doch nun wirklich nicht sein. Kann der Zerschneider hier einsetzen? Ja. Los, Sklave. Danke. Ah ne, warum bedanke ich mich bei einem Sklaven? Los, Sklave, mach deine scheiß Arbeit. Sehr schön. So. Sind wir erneut in Viola City. Waren wir eigentlich hier hinten schon? Das wundere ich mich gerade. Wahrscheinlich. Nein. Ich will jetzt nicht kopflos einsetzen. Nein, wir waren nicht hier. Wie, wir haben keinen Platz mehr in unserem Beutel. Okay, wir haben wirklich ein bisschen viel Scheiß dabei, aber... Mann! Das ist doch nicht die rote und blaue Edition hier. Oder die gelbe. Wir haben doch verschiedene Taschen in unserem Inventar. Jetzt müssen wir wirklich schon ablegen, ja. Mann, haben wir eigentlich noch... Nee. Die Mutter hat uns nichts mehr gekauft. Flinkklaue brauchen wir nicht. Unbedingt. Ewigstein brauchen wir auch nicht. Äther. Können wir alles lagern. Okay, X-Abwehr. Okay, X-Abwehr können wir wirklich verkaufen. X-Angriff nicht, das behalte ich mal. Heilpuder. Energiestaub, den spare ich mir auch mal. X-Treffer können wir verkaufen. Nee, so viel haben wir doch gar nicht dabei. Oh Gott. Das ist nicht so dufte. Werde ich wohl Platz schaffen müssen. So, jetzt gehen wir nochmal hier hinter. Ich will diesen Hypertrank. Der Hypertrank. So, gehen wir mal zum Markt. Verkaufen Gammel. Verkauf. Den Trank. Die 150 werden sicher mehr wert sein als die 20 KP. Selbstheilung bei Brand. Achso, ich dachte, die hätte eingefroren. Und X-Abwehr. Aufwecker. Habe ich nie wirklich viel drauf gegeben. Schutz. Habe ich eigentlich auch, ne? Das von mir aus noch. Das nicht. Von mir aus die hier noch ein paar. Gott, die Bitter... Ach Gott, 5. Na, dann könnte ich sie eigentlich auch gleich einlagern. Jo, die Sindelbeeren brauchen wir noch, die behalte ich. Alter, wir haben einfach irgendwie keinen Platz im Inventar. Ich meine, das Haupt-Item-Inventar hier mit den Tränken drinne, das kommt mir fast noch kleiner vor. So, und jetzt machen wir aber Schritte noch in die neue, ins neue Gebiet. Tipps für Trainer, setze den Schaufel ein und... Also wenn der, wer das nicht weiß. Haben aber, glaube ich, nichts mit Schaufel. Ach doch, das ist Route 37 hier. Hier können wir dann was Neues fangen. Neues. Hey, das ist eine Aprikokoswitz. Ach, das sind hier 3 Aprikokobäume. Hier können wir aber absahen. Was haben wir noch? Aprikoko Blue. Was auch immer das für Farben mögen sein.
Rot. Ach so, das. Rot wie aus Pokémon Rot und Blau und auch aus diesem Pokémon-Spiel gibt es auch einen Trainer Rot. Zu dem kommen wir aber noch zu gegebener Zeit. So, fangen wir hier gleich noch was. Ach, ihr... Ihr wollt mich doch rollen. Schon wieder so ein Fettvogel. Es gibt so eine... Warum kriege ich nur Scheiße? Warum? Das ist behindert. Behindert. Alter, mach das nicht mal Damage. Ist schon der 120. Fettvogel, den ich habe. Ich hab nur Taubsis im scheiß PC. Und dann ist so schlimmer. Umso schlimmer ist es dann, wenn uns mal irgendwas wegstirbt. Und dann haben wir keinen ordentlichen Ersatz mehr. Warum habe ich das Rapper Supper von allen Leuten rausgeschickt? Macht ja bestimmt mehr Damage, aber... so muss reichen. Schnell ein Pokéball rauf und rein mit dem Scheißviech. Das kann doch nicht wahr sein. So kriege ich hier noch einen Anfall. Aber ein Rechtchen. Dann hat das Teil bestimmt noch irgendeine absurde Fangrate. Und man das fast nie mit irgendeinem normalen Pokéball fangen kann. 1, 2, 3, 4. Ich drück alle Knöpfe auf meinem... Und der Cheat hat funktioniert. Ha! Nehmt das, Game Designers! Ich kenne den Pokémon-Fang-Cheat. Wenn es langsam Kreise fliegt, hätte ich stets Ausschau noch mögliche Beute. Ist ja, wie wir das nennen? Fettvogel. Ich meine, guckt es euch an. Aber das ist nicht alles. Gibt es keine Zahlen? Warum gibt es keine Zahlen? Ich wollte es Fettvogel 2 nennen. Dann halt Fettvogel... Nee, das Fragezeichen in der Gericht. Fettvogel! Fettvogel! So, jetzt... Das reicht mir jetzt erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge.